Hey Freunde, ich bin Dominik und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Rucksack ist gepackt, ziemlich viel militärische Ausrüstung. Ja, heute werden wir wieder im Observer schlafen. Ich habe das letzte Mal im Regen gepennt. Ja, schaut doch gerne mal bei diesem Video vorbei. Wir sehen könnt hier unten, haben wir so einen Wildbach. Ja, also da werden wir uns später ein bisschen Wasser besorgen. Ich habe eine neue Ausrüstung mit, die möchte ich auf jeden Fall testen. Und ich würde sagen, bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. So, ich bin jetzt mehrere hundert Meter in den Wald hineingegangen, ja, um einfach ein bisschen abseits zu kommen, wo keine Leute mehr rum sind. Ja, einfach ein bisschen Natur genießen, Natur spüren. Und ja, Freunde, das sieht ja mal ultra krass aus hier. Mit Wasser bin ich hier auf jeden Fall super versorgt. Ich habe jetzt nicht allzu viel Wasser mit, das habe ich extra gemacht, weil ich mich halt wirklich von diesem Wildbach bedienen möchte. So, und jetzt müssen wir nur noch hier runterkommen. Also, ohne jetzt aufs Maul zu fallen. Vor allem, es ist wirklich wie so eine, ja, wie eine Mondlandschaft hier. Also ziemlich geil. Fahr ich ultra hier. Mega. Puh, jetzt hat es mich fast gepackt. Oh, scheiße. Das ist halt der Nachteil für einen schweren Rucksack. Ah, Digga. Hier oben eventuell potenzielle Lagerstelle. Sieht ziemlich flach aus. Ansonsten ist hier wirklich alles sehr steil. Also da kann man wirklich nicht gut übernachten, aber dort drüben, da gehen wir hoch, wenn ich es schaffe, hier bei diesen Klippen. Das sieht halt alles ziemlich, ja, ziemlich steil und gefährlich aus, aber... Ich würde sagen, ich kletter jetzt hier hoch und hoffe, dass ich auch hier hoch komme. Oh, scheiße, Freunde. Also mit einem schweren Rucksack ist das gar nicht mal so einfach. Hier haben wir alles Wurzeln, wo man sich kaum festhalten kann. Dieser Baum scheint auch nicht gerade stabil zu sein. Ich hoffe, diese Wurzel hält mich. Oh, 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 nicht gut. Oh, Freunde, das war ja mal ein Kampf jetzt. Scheiße, Digga. Aber ich bin oben. Ja, ich lieb's einfach, wenn die Natur noch ein bisschen wild aussieht. Hier dieser geile Wildbach im Hintergrund. Sieht einfach geil aus. Ich fühle mich, als wäre ich gerade in Kanada. Einfach nur geil. So, Freunde, ich habe mir erst letztens einen Wasserfilter geholt. Ja, den Grail finde ich ziemlich geil. Wollte ich mir immer schon mal besorgen. Und das ist halt ziemlich geil. Denn sollte ich mal irgendwo auf einer Tour unterwegs sein, kein Wasser haben, kann ich halt wirklich an irgendeiner Quelle oder bei einem stehenden Wasser einfach mir Wasser abzapfen und das trinken. Das ist halt wirklich sehr, sehr geil, Freunde. So, jetzt muss ich halt hier wieder runter bei diesem Kackweg, um mir Wasser zu holen. Ich habe zwar Wasser mit, aber das möchte ich für ein Kochen aufbewahren. Und zum Trinken möchte ich mir wirklich hier Wasser einfach besorgen und filtern. Dann wollen wir mal wieder runter hier. Und danach wieder hoch. Also das kann ja... Oh. Oh. Scheiße, Freunde. Jetzt hätte es mich wirklich fast gepackt. So leicht bekommt man mich nicht runter. Und nun haben wir gefiltertes Trinkwasser. Kostprobe. Boah, schmeckt wie Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Frisches, klares, kaltes Wasser. Geil. So mag ich es, Freunde. Trinkwasser habe ich besorgt, also müsste ich für heute Nacht versorgt sein. Jetzt habe ich einfach zwei Hände hier belegt. Also man kann es sich nicht schwerer machen. Aber, wie heißt es so schön, ein richtiger Tiroler tut sich härter, leichter. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir unser Lager auf. Ich muss mich beeilen, es wird gleich dunkel, deshalb Lageraufbau, let's go! So, Freunde, die Grundkonstruktion steht. Ich werde heute wieder im Observer schlafen. Wie schon erwähnt, ziemlich geiles Teil. Ich habe jetzt schon eine Nacht drin verbracht. Das war aber bei Dauerregen. Und heute haben wir mal schönes Wetter. Und da muss das gute Stück auch mal getestet werden. Ja, jetzt kommt noch meine Isomatte rein. Einfach die gute alte Expat. Auf der habe ich jetzt auch nur einmal geschlafen. Also alles ziemlich neu noch. Von daher möchte ich das heute alles nochmal gut durchtesten. Aber es sieht einfach geil aus. Und hier mit dieser Kulisse
Ja, das ist einfach Outdoor, Freunde. Geil, freue mich. So, und fertig, das gute Teil. Schlafsack Defense 4 heute wieder, wie immer eigentlich. Ja, hier fliegt mal ein Heli drüber. Ich komme mir vor wie ein Kriegsgebiet hier mit diesem Heli. So, jetzt zeige ich euch mein Schlafsetup nochmal genauer. Also hier unten am Boden habe ich einfach meinen Bundeswehr-Poncho ausgebreitet. Es hat in den letzten Tagen geregnet, weshalb hier alles voller Feuchtigkeit ist. Natürlich wäre der Observer komplett wasserdicht, aber ich möchte ihn halt ein bisschen schonen. Ja, drüber dann einfach den Observer. Hier drinnen habe ich einfach meine Expert Isomatte. Ist eigentlich für den Winter gedacht, aber ich benutze die auch im Herbst. Ja, sie ist einfach angenehm, ziemlich dick. Darauf kann man wirklich super schlafen. Und drüber einfach den guten alten Defense 4, ja, den ich eigentlich immer mit habe. Aber ist halt wirklich für mich der beste Allrounder, in dem ich wirklich sehr viele Nächte verbracht habe und mit dem ich immer noch sehr, sehr zufrieden bin, Freunde. Und das ist mein Schlafsetup für heute Nacht. Mehr habe ich nicht mit. Es ist halt ziemlich minimalistisch gehalten mit diesem Observer. Also von daher fahre ich es richtig. Und ja, es ist halt wirklich in diesem Oliv, man passt sich halt wunderschön der Natur an. Ja, und zum Thema Anpassung habe ich heute was ganz Spezielles noch mit dabei. Ja, die meisten können es schon erahnen. Wieder mein Tarnnetz mit. Das spannen wir jetzt hier drüber. Ich hoffe, die Größe passt. Ich glaube, es wird ein bisschen zu klein sein, aber das wird uns nicht allzu viel stören, würde ich mal so behaupten. Hier haben wir noch eine schöne Gardine, also dass es auch ein bisschen heimisch ist, aber ansonsten ziemlich geil. Das Blöde ist halt wirklich, dass es zu klein ist. Von dieser Seite mega geil, Freunde. Zieht euch das rein. Hier wird heute geschlafen. Geil. So, hier vorne lasse ich ein bisschen offen, dann habe ich hier mein schönes Moskitonetz. Dann kommen auch keine Kleintiere hinein, also Insekten und Ameisen und Spinnen. Ja, und hier drin wird heute geschlummert, Freunde. Das ist mega geil. Ich feiere sowas richtig. So, ich werde jetzt ein bisschen Feuerholz besorgen. Ich werde ein kleines Feuerchen machen, um einfach mir später was zum Essen zu machen. Und ja, das mache ich jetzt noch, solange es noch hell ist. Überall Ungeziefer. Ah, ekelhaft. Oh, Freunde, das duftet. Da wird man ja high von diesen geilen, harzigen. Boah, ich glaube, ich habe das sogar ein bisschen Kien sparen, kann das sein? Boah, das riecht richtig nach Harz hier. Eines meiner Lieblingsgerüche draußen im Wald. Einfach nur geil. Und ich liebe Sägen. Sägen ist einfach nur geil. Da kann man die ganze Energie rauslassen, die man noch im Körper drin hat. Also Freunde, scheißt auf Gym, geht raus in den Wald, sägt jeden Baum ab. Da habt ihr wirklich ein ganz Körpercardio gemacht. War natürlich Spaß, Freunde. Oh, herrlich, Freunde. Was ist denn das für ein Stein? Er bricht einfach. Innen drin ist Holz. Ja, ist schon trocken. Aber irgendwie außenrum halt komplett feucht. Ich hoffe, das brennt und raucht nicht allzu doll. Aber es müsste schon. Was geht denn mit diesem Stein ab? Ach, leck mich, ich muss mal eine neue Unterlage suchen. So, nehmen wir einfach den. Ich hoffe, der bricht jetzt nicht. Der wackelt halt wie Sau. Ja, Freunde, wenn ihr auch Interesse an geilen Outdoor-Messer habt, schaut da unbedingt mal bei Odenwolf vorbei. Ich habe hier das Lupus, das ist ein ziemlich großes Outdoor-Messer. Ich kann mit dem wirklich auch schwere Arbeiten machen, wie zum Beispiel Äste durchhacken oder auch hier große Stämme, also richtig dicke Stämme betonen. Das ist alles kein Problem mit diesen geilen Teiler. Die haben ein riesiges Sortiment. Ich habe auch immer bei meinen Touren ein zweites Messer mit. Also hier habe ich ein ganz kleines, das ist so ein Neckknife. Also wirklich sehr süß. Wer auch vielleicht unterwegs mal sich ein kleines Brot
Brot aufschneiden möchte oder kleine Schnitzarbeiten erledigen möchte, für den ist dieses kleine Messer wirklich ideal gedacht. Der Link dazu ist in meiner Videobeschreibung und mit dem Rabattcode DELSER10 könnt ihr nochmal 10% auf das gesamte Sortiment von Odenwolf sparen. Also da kann sich wirklich jeder einen treuen Begleiter zu sich holen. Schaut da unbedingt mal vorbei. Ich würde sagen, das ist mal ordentlich Feuerholz, was ich hier gespalten habe. Ich habe alle möglichen Größen, also kleine Sticks, aber auch ja, bisschen größere oder hier einen ganzen Stamm. Einfach um mir jetzt ein schönes Feuer zu machen. Also die Temperatur ist jetzt nicht mehr so wie im Sommer. Wir haben jetzt Herbst, es wird schon frisch die Nacht, deshalb brauche ich da ein Feuer. Ja, und ich werde mir heute mein Essen einfach auf dem Feuer zubereiten. Ja, und man kann sagen, die Abendstimmung kann jetzt einbrechen. Ich bin bereit. Und ja, ich würde sagen, wir legen los mit dem Feuer. So, ich habe mir jetzt aus den Flusssteinen eine Feuerstelle gemacht. Ja, der Stein, der am ersten gebrochen ist, den nehme ich jetzt einfach als ja, Platte her, wo ich dann später meinen Topf raufstellen kann. So, in letzter Zeit benutze ich meinen S-Bit-Kocher immer als, ja, als Zunderschachtel. Da habe ich Brennstofftabletten drin, die circa 12 Minuten brennen. Und ich habe mir hier so aus Wattepads, ja, die habe ich einfach in Wachs getränkt und die eignen sich wirklich perfekt als Zunder. Also die fackeln einen ab. Da habe ich mir gleich, ja, so 6 Stück gemacht. Einfach damit ich halt immer Zunder dabei habe. Hier drin habe ich noch Alufolie, das aber eher von S-Bit-Kocher, das ist halt so ein kleiner Windschutz oder ich kann es auch als Deckel benutzen, um Energie zu sparen. Das werde ich übrigens heute auch machen. So, natürlich habe ich heute wieder Feuerstahl und Messer. So, und diese Wattepads, die ja, knickt man einfach hier in der Mitte, dann entstehen hier so richtig feine Fasern. Die sind überall mit Wachs bedeckt und das ist wirklich der perfekte Zunder. Und da zünden wir jetzt an. Verpiss dich, du. Also das funktioniert wirklich sehr gut und die brennen auch ziemlich lange. Ja, also es ist nicht, dass die direkt wegbrennen, diese Wattepads. Also wenn man sie dann in Wachs drängt, ja, da die brennen also, die brennen wirklich eine Minute noch. Aber wie ihr sehen könnt, ja, wir haben schon unsere Flamme und es riecht wieder schön nach Rauch. Man hat wieder das Outdoor-Feeling im Blut. Beziehungsweise in dem Fall in der Nase. Ja, ein Feuer ist wie ein kleines Kind. Auf dem muss man wirklich sehr gut aufpassen und es immer sachte und schonend behandeln. Sonst erstickt es und man kann wieder von vorne anfangen. Ja, und wir haben schon eine gute heiße Flamme hier. So, weil die Stöckchen alle ein bisschen feucht sind, lege ich die jetzt einfach hier rundherum. Da können die halt schön trocknen und später dann halt noch besser brennen. Geilo! So, dann würde ich mal sagen, bereiten wir das Essen zu. Ich habe mir heute ja so Reisnudeln mitgenommen. Ich esse die einfach so weiß. Also ich habe jetzt keine Soße mit oder so. Einfach nur so weiß Reisnudeln. Ich habe halt gar nichts, wo ich den Feldbecher raufstellen kann. Also normal nehme ich immer die Pushbox mit. Heute wollte ich halt mal wirklich so ein Naturfeuer machen. Von daher braucht das Ganze etwas länger. Aber wir haben Geduld. Ja, Freunde, ihr habt es gerade völlig verpasst. Dieser Stein ist gerade explodiert, weil es zu heiß geworden ist. Und den Feldbecher hat es halt ultra ins Feuer hineingeknallt. Jetzt ist hier überall Rauch. Alter, bin ich gerade erschrocken. Ich dachte zuerst, der Feldbecher ist irgendwie geplatzt, aber denen ist gar nichts passiert. Aber es sieht selbst, Alter, den Stein, den hat es in die Luft gejagt. Oh nein, jetzt habe ich die ganze Feuerstelle nass. Oh, jetzt raucht die und das ganze Holz ist auch alles nass. Nur wegen so einem blöden Stein. Scheiße, leck mich doch am Arsch, Alter. Ich glaube, wir scheißen auf ein Essen. Ich probiere jetzt das Feuer nochmal halbwegs hinzubekommen, um später am Abend noch ein Feuer zu haben. Weil das mit dem Feldbecher hier, das funktioniert irgendwie nicht. So, ich kann es auf der Flamme nicht raufstellen, denn da fällt er immer wieder um. Und wie man jetzt gesehen hat, auf den Stein kann ich es auch nicht rauflegen. Denn den hat es jetzt in die Luft gesprengt. So, ich könnte natürlich jetzt Wasser auffüllen und das alles nochmal machen. Aber ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Ja, ich kacke jetzt schon eine halbe Stunde oder eine Stunde rum hier. Hat einfach nicht funktioniert.
Tja, dann gibt's die gute Reisnudel halt morgen. Ich würde sagen, ich gehe runter mal ins Wasser. Ja, einfach mal Füße rein, bisschen entspannen und ja, einfach mal Abend genießen. Freunde, ich muss jetzt diese Steine hier entsorgen vor diesem Feuer. Jetzt ist gerade ein Stein wieder explodiert und er ist wirklich so viel neben meinem Kopf vorbei. Also, ich weiß nicht, was mit den Steinen hier in diesem Gebiet los ist, aber ich glaube, wenn man die ins Feuer hineinlegt, die töten einen. Also, von daher, Alter, das ist ja, was ist das für eine Scheiße, Alter? Dieser Stein hier ist der Übeltäter. Der explodiert übelst hier. Jetzt fällt hier alles auseinander. Freunde, ich habe keine Geduld mehr. Dieser Stein hier, Alter, der explodiert einfach. Was ist denn mit denen? Tja, und das Feuer ist jetzt auch wieder aus. Ach komm, Freunde, scheiß drauf, lassen wir es ausgehen. Machen wir später nochmal ein Feuer in Ruhe. Ich gehe jetzt runter zum Wasser. Schaut euch einfach mal diese Kulisse hier an. Das ist Wahnsinn, Freunde. Das Wasser ist eiskalt, ich schwör's. Oh, Scheiße, Mann. So, dann gehen wir mal hoch zum Lager. Mal schauen, ob der ganze Wald schon brennt. Nee, Spaß. Das hoffen wir natürlich nicht. Zu essen habe ich heute auch nichts. Also hätte ich schon, wenn ich es nochmal machen würde. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr, jetzt dieses Wasser zum Kochen zu bringen. Nee, lassen wir heute mal weg. Ich würde sagen, wir genießen das Feuer einfach später so. Und ja, denn mir geht es ja draußen nicht ums Essen, sondern mir geht es um die Natur. Und das hier in dieser Landschaft ist unbezahlbar, Freunde. Geil. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon in diesem Video erwähnt habe, wie geil es ist. Aber ich muss es nochmal erwähnen, es ist scheiße geil hier. Ja, yeah, Baby! Oh, Freunde! Ich habe hier was sehr Interessantes gerade gefunden. Hier liegt einfach ein kleiner Knochen. Einfach ein Knochen gefunden. Lul? Ziemlich durchgegammelt. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wenn ihr wisst, von welchem Tier dieser Oberschenkelknochen stammt. Ich weiß es nicht. So, tote Tiere haben wir hier auch rumliegen. Perfekt! Was will man mehr? Ja! Kein Essen, tote Tiere. Ach, scheiß drauf. Living the good life. Und übrigens, Freunde, kleiner Tipp von mir. Ja, anstatt die Backsäcke einfach nur im Rucksack drin liegen zu lassen, nutzen wir das Ganze, um ein schönes Schlafkissen draus zu machen. Ohne, dass wir jetzt eines mitnehmen müssen. Und kann halt die Ausrüstung, was ich noch hier unnötig rumliegen habe, nochmal nutzen. Wo ich drauf schlafen kann, nächtigen kann, wie auch immer. Ich freue mich einfach nur. Geil. Ich freue mich auf die Nacht heute. Und dieser Klatscher war ganz schön laut. Aber egal. Ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es dunkel wird. Aktuelle Lage. Es ist schon ziemlich dunkel, wie ihr sehen könnt. Die Sonne ist schon lang untergegangen. Tja, hier laden noch meine Akkus. Die sind alle leer, außer dem, was ich gerade drin habe. Feuer habe ich noch nicht angemacht, das werde ich jetzt gleich tun, um mich einfach ein bisschen zu wärmen, weil ich schwöre, es ist ziemlich kalt jetzt. So, Versuch Nummer 2. Hier sowas brennt zum Beispiel richtig gut. Also einfach von so einem toten Baum runter. Es furzt trocken, brennt extrem gut. Jetzt probieren wir mal, weil hier ist wieder alles ausgegangen. Das kann es doch nicht sein. Tja, ich glaube, das fackelt jetzt einen Weg. Oh yes, baby.
Oh yes, Baby. Oh yes, Baby. Das fackelt mal weg hier. Perfektes Brennmaterial. Geilo. Nehmen wir hier noch ein bisschen Holz rein. Oh. Digga, das fackelt ja einen Weg hier. Haha, was geht? Ein bisschen Licht, sonst seht ihr ja nichts. So. Oh. Oh, jetzt bekomme ich endlich mal wieder ein bisschen Gefühl in meine Finger. Herrlich. Ihr könnt es an meinen Atem erkennen, dass es ziemlich frisch ist. Ich werde jetzt einfach die Zeit am Feuer ein bisschen genießen und hole euch dann später zurück, sobald ich im Observer drin bin. In dem Sinne, bis später. Ich bin ultra müde und ich hoffe, hier drin habe ich es warm. Schuhe bleiben draußen? Nee, Schuhe backe ich rein, denn ansonsten krabbeln mir hier alles Viecher rein. Das wollen wir nicht. Deshalb lege ich die innen drin neben meiner Isomatte her. Da haben die schön Platz. Da sind die auch ein bisschen geschützt. So, die Hose ziehe ich aus. Oh, Freunde, man meint, es ist einfach, ist es aber nicht. So, dann würde ich sagen, fehlt nur noch hier. So, Freunde, ich liege in meinem Biwakzelt drin. Es ist super gemütlich hier. Ja, der Fluss ist halt mega laut. Aber ich glaube, an das kann man sich gewöhnen. Ansonsten habe ich hier richtig gut Luft. Also die Jacke und die Hose habe ich am unteren Teil des Schlafsackes hineingestopft und die Schuhe auf der Seite. Dann ist halt alles schön geschützt. Rucksack habe ich draußen, den habe ich hier drin nicht Platz. Aber das ist auch nicht weiteres schlimm. Ansonsten liege ich hier vielleicht nicht ganz so gerade. Mir kommt vor, ich rutsche immer ein bisschen runter. Das nervt. Aber ich glaube, eine geradere Stelle, wie wir hier gefunden haben, das gibt's ja nicht. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, ich gehe jetzt schlafen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wir sehen uns morgen früh oder vielleicht auch später. In dem Sinne, gute Nacht. So, Freunde, wir haben es jetzt knapp 20 Minuten nach Mitternacht. Ich bin gerade aufgewacht und ich muss ultra pinkeln. Scheiße, aber es hilft nichts. Ich muss raus. So, Freunde, ich bin wieder im Sack. Gute Nacht. Good morning, Freunde. Also, ja, wir haben es jetzt. Wo ist mein Handy? Ich finde mein Handy nicht. Wir haben 7.08 Uhr. Mega gut geschlafen. Also auf der neuen Expert Isomatte schläft man wie ein König. Also das ist wirklich krank. Aktuell, es ist frisch. Also ich spüre es richtig. Ansonsten habe ich null gefroren. Also ich habe auch kein Wasser mehr im Wasserfilter. Ich habe mega Durst. Ich werde jetzt auch vorschlagen, dass ich runtergehe, mir ein bisschen Wasser besorgen. Und dann werde ich das ganze Lager bauen. So, Wasserfilter am Start. Ah, geil, frisches Bergwasser. Puh, geil. So, Rucksack ist gepackt, Lager wurde abgebaut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Abonniert auch meinen Kanal, um wirklich kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal, meine Freunde. Bis dahin, ciao, ciao.